So, unsere Helden sind müde. Ist schon mal nicht gut. Wir sollten Tag des Schutzes zaubern. Jo, da kommen schon die ersten. Oh, okay. Ja. Die ersten Teufel. Du fliegen. Das macht das Ganze schon wesentlich erträglicher. So, wir suchen ein Podest. Wir suchen keine komischen Baumstümpfe. Ganz schön dramatische Musik. Ein Brunnen. Da fällt mir ein, wir sollten... Oh, okay. Wir sollten erstmal eine ruhige Stelle suchen. Und dann da einen Sprungpunkt anlegen. Wow. Warum wird es denn dunkel? Die Gegend hier ist echt übel. Hier scheint ruhig zu sein. Okay. Du mach hier bitte mal ein... Oh, ist ganz schön viel an Sprungpunkten weggegangen. Leuchtfeuer setzen da. Fliegen. Am Dunkeln suchen ist eine doofe Idee. Bis Sonnenaufgang warten. Wow, warum seid ihr alle jetzt halb tot? Das ist nicht normal, oder? Okay, wir sollten uns wirklich beeilen hier. Du... Kraftheilung. Lauter zerstörte Gebäude. Ein, zwei Brunnen. Durch den Brunnen sind wir am Anfang übrigens reingesprungen. Wenn ich mich recht entsinne. Also bei dem Intro. Ein grüner Baum. Kaktus. Ah, okay, du bist kein Baum. Sah sehr verdächtig aus. Okay, sind noch ein paar Meter. Aber so ein Podest bisher nicht. Auch kein Dungeon oder dergleichen. Vielleicht ist hier im Dorf noch irgendwas, aber da... wollte ich mich noch nicht unbedingt dran wagen. Sagt die Karte. Karte sagt, da oben war noch nirgends. Nun, da ist etwas. Ja, das sieht interessant aus, muss man so zu nennen. Das ignorieren wir erstmal. Das wird bestimmt viel zu garstig sein. Ah, da ist noch eine Taverne. Also eine zerstörte Taverne. Und hey, warte mal, euch. Da sind sie. Teufelsknecht. Fast gar keinen Schaden genug in Armageddon. Und unsere Helden kriegen da übrigens auch Schaden von. Also wirklich alles hier in der Region bekommt Schaden. Karte. Da noch nicht. Okay, im Südosten. Aber jetzt, wo wir einen Sprungpunkt haben, können wir auch erstmal nach Freehaven, da in die Kneipe was zu essen holen, ordentlich schlafen. Dann weiter gucken. Oh, noch ein Brunnen. Ich würde ganz gerne die Brunnen mal testen, weil die sind bestimmt ganz schön garstig, aber auch vorteilhaft für uns. Also Gerogon? Vorübergehend plus 50 auf alle 7 Attribute. Das ist echt praktisch. Du mach hier auch mal ein Leuchtfeuer. Das heißt, theoretisch können wir immer, falls wir an irgendeine schwierige Stelle kommen, kurz hier hinspringen, vom Brunnen naschen und wieder zurückspringen. Und hier waren noch ein, zwei. Mal gucken. Wobei mir diese permanenten Sachen eigentlich immer lieber sind, weil temporär vergesse ich meist temporär auch recht schnell wieder. Oh, ein Obelisk. Du, klick. York, Jack, Sachse, IP. Davon haben wir inzwischen ganz schön viele. Oh, eine Kiste. Kraftheilung. Ah, nicht genug Gold. 3000 Gold für eine Kiste in Sweetwater, das ist echt ein bisschen mau. Hätte ich mir irgendwie mehr erwartet. So, da haben wir wieder einen Brunnen, aber den lassen wir. Ich glaube, jetzt sind wir auch schon... 1, 2, 3, 4, 5, 6 fehlt. 8 und 10, 13 fehlt. 6 und 13, das ist nicht viel. Waren ganz schön fleißig. Karte.
Da sind wir. Ganz oben links und südlich von hier. Dann hätten wir theoretisch die Karte einmal abgeklappert. Was aber nicht heißt, dass wir wirklich alles gesehen haben. Offensichtlicherweise, sonst hätten wir den Sockel schon gefunden. Das wird bestimmt irgend so ein kleiner Penüpel sein, der die gleiche Farbe hat wie diese verdörrten Bäume hier. Und der wird uns auslachen, weil wir immer wieder drüber wegfliegen. Oder es ist halt in einem der beiden Dörfer hier. Es waren noch zwei. Ah, da hinten ist es. So, klick. Sehr gut. Weg hier. Gucken wir trotzdem mal ganz kurz hier nach Westen, ob hier noch irgendwas Interessantes ist. Eine Straße, da oben ist dieses komische Gebäude. Die Straße wird da oben hinführen. Ah, nee, das lassen wir mal. Gut, wir würden gerne weg hier. Stadtportal, Freehaven. Keiner kann trainieren. Und wir sind heilig. Wir sollten wirklich zum Lichtmeister gehen, bevor wir jetzt wieder irgendwie irgendwo aus Versehen jemanden töten, verletzen oder ausrauben. Ja, das heißt, Gepäck auffüllen, schlafen. Tag des Schutzes. Und wo war das Boot? Es gab irgendwo eine Stelle, da konnte man hochfliegen zu anderen Inseln und da war ein Schiff, das nur in diese aalverseuchten Gewässer führt. Nur wo? Silver Cove war das, glaube ich. Wo wir schon mal hier in Silver Cove sind, könnten wir irgendwas machen. Ja, wir könnten unser Inventar ausrümpeln. Repariert. Du hast das repariert? Wow, super. Und du bist schon deutscher Experte? Nein, bist du noch nicht. Sachen sind soweit alle heil. Ja, es fehlt nur noch eine Statue. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Das wird die aus Kriegsbeier sein, oder? Meine Liste sagt Sweetwater eine, Bär ist Kriegsbeier, ja. Menu. So, die Sachen können dahin. Kannst dahin. Snergels Axt. Wobei, da haben unsere Helden einen Hinweis bekommen, wo der Zwerg sich aufhalten könnte. Und zwar im Sumpf der Verdammten in dem Dorf. Ja, das hätten wir so auch nicht gedacht. Weg mit dir, weg mit dir. Das heißt, da sollten wir bei Zeiten auch hingucken. Wie geht's, wie geht's? Genauso gut wie eben gerade auch. Verkaufen. Dich verzaubern. Repariert. Ah, ist das praktisch, wenn alle Helden reparieren können. So, was ist bei dir drauf? Rüstungsklasse plus 12. Das sind 26, das sind 30. Dich verkaufen. Oh. Glück plus 4, da musst du nicht O machen. Bogen kann weg. Spezialarmbrust. Ja, da können auch ganz viele Sachen verzaubert werden. Schnick, Schnack, Schnörkelzeug. War da. Du, verzaubern. Schnick, Schnack, Schnörkelzeug. Kälteresistenz. Ja, weg damit. Ich weiß nicht. Schutz vor Magie. Konntest du lernen? Ach so, das ist ein Erdzauber. Ja. Geschlossen. Warten, warten. Nyanglong. Weg, weg. Weg, weg, weg. Ich weiß es nicht. So. Was mit dem Ring? Warum wolltest du den verkaufen? So. 135.000. Das sieht schon mal schick aus. Verzaubern. Armbrust. Plus 6. 5D2 plus 6. Plus 7, 4D2 plus 7. Ja, nee, das kann also auch weg. Wir brauchen also einen Waffenhändler. Praktischerweise hier. Weg, weg, weg. Weg, weg. Und das reicht ja auch schon fast an Platz. Okay, also. Sumpf der Verdammten wäre ein Ziel. Kriegsbeier, das letzte Podest finden wäre ein anderes Ziel. Und ich hatte eigentlich was anderes vorgehabt, deswegen war ich hier. Ja, genau. Wir wollten in die aalverseuchten Gewässer.
Also fliegen Richtung Norden und da eine Insel finden mit einem Boot. Stimmt, der Steinkreis. Welches Datum haben wir? Kalender. Wir haben den 8. August. Juni, Juli, August, September. September wird der nächste. 23. September. Kann man versuchen, zwischendurch mal raufzuklicken? Nö. Da ist die gute Dame doch ein wenig pingelig, was das Datum angeht. So, hier ist das Boot. Und diesmal bitte nicht sofort sterben. Okay, erstmal Südinsel. Lauf. Gleich, Schutz und überhaupt. Genau, weil eins von diesen Dingern hier, was uns letztes Mal erwischt haben, unser mit einem Schuss so stark, dass wir tot umgekippt sind. Na ja, danke. Du fliegen. Du das da. Ja, die sind nicht stark. Okay, weg mit dir. Die da hinten sind stark. Weg mit dir. Wir hätten noch gerne einen anderen Lichtzauber. Oh, ihr seid doof. Du, Stunde der Kraft. Ja, wir könnten die eigentlich alle umgehen. Aber so ein bisschen für Zucht und Ordnung sorgen kann ja nicht schaden. Oh, du. Sternfeuer. Na gut. Nicht mit mir. Weg. 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 Okay. Was haben wir denn hier? Eine kleine Insel, daneben noch eine kleine Insel und ganz viele riesige Seeschlangen. Nur Gegner, ein Brunnen und viele Gegner nah beieinander. Das muss doch genutzt werden. Du, Meteorring. Ja, ohne Kiste. Du, Sternfeuer. Hey. Schießen, 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 schießen. Meteorring. Wusch. Hat es gerade Platsch gemacht, als ein Meteor in den Brunnen gefallen ist? Das ist ja auch nicht schlecht. Du, Sternfeuer. Ja, das klappt doch nicht so gut. Aber die könnten wir erwischen. Du, Meteorring. Hey, jo. Weg mit dir. Ah, die kommen langsam an Land. Sehr gut. Da können wir sie erwischen. Aha. Weg, weg. Und du auch noch weg. So, dann schnappen wir uns gleich die Kiste und lassen Gerogon mal vom Boden trinken. Als unseren königlichen Vorkoster. Vorübergehend 20 Magieresistenz. Boah, ja. Gold, 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 Gold. Ich weiß nicht. Aha. Plus 12, 2d6 plus 12. Das ist dasselbe, den du auch hast, ne? Ja. Das heißt, wieder ein wenig Platz machen. Dün, 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 dün. Passt das? Nein. Mehr Platz machen. Verzaubern und gucken, ob da irgendwas Besseres rauskommt, als das, was sie jetzt schon hat. Verzaubern, dich. 2 bis 5 Elektroschaden. Nö, kommt nicht ganz ran. Und weiterfliegen. Da war noch eine Insel. Each, nach Westen. Also bisher sehen wir hier nicht wirklich viel von einem Lichtmeister. Nur eine Goblin-Taverne und riesige Vögel und Seeschlangen. Oh, und ein Schrein. Du, Sternfeuer. Quatsch. Giftschrein. Alpha-seuchte Gewässer, Giftschrein. Alpha-seuchte Gewässer, Giftschrein. Oh. Ich hoffe mal, du warst 6 oder 16.
Gerogon, trink. Elementarresistenz. Boah, das ist ja gut.